Seid gegrüßt, ihr noblen Runenjäger, und herzlich willkommen zurück zu Runes of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir angefangen, die zweite Schatzsuche zu starten und müssen jetzt einen Schlüssel herstellen. Dafür brauchen wir die Molchspucke. Die haben wir schon besorgt im letzten Part. Ich fange schon an zu stottern. Jetzt kann ich wieder reden. So, dann brauchen wir nutzloses Erz. Und das nutzlose Erz bekommt man wo? Ja. Und als letztes muss man Öl besorgen. Das bekommt man von Miss Marion. Bei Helen's Farm. Da unten, da war auch schon mal gewesen. Ja, und von daher. Schnelleres Mount wäre geil, aber habe ich nicht. So, wenn ihr euch erinnern könnt, ich wollte mal hier gucken, wie abbauen und so. Jetzt geht das hier. Einmal. Und zweimal. Relativ easy. Also wenn man weiß, was ist, ist natürlich alles leicht. Bei manchen Sachen so, von wegen suche diese Stelle und dann, bevor ich jetzt hier im Let's Play euch hier stundenlang im Weg, so im Kreis rumlaufe, mache ich es mit euch lieber gleich richtig, indem wir mal kurz nachgucken. Muss ich jetzt nicht unbedingt bei jeder Quest machen, aber bei solchen auf jeden Fall schon. Und hey, ich find's lustig. Warum laufe ich da eigentlich alleine? Ich find's lustig, dass ich mich an manche Sachen sogar noch so deftig erinnere. Ey, das ist 7 Jahre her oder so. Ich habe damals, als es rausgekommen ist, nicht direkt gespielt. Ich bin ein Nachzügler gewesen. Ja. Das war halt. Also mich würde das mal interessieren, ob die Leute, mit denen ich damals immer viel zu tun hatte und auch in der Gilde war, ob es die noch gibt. Die Namen, daran kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. An Black kann ich mich noch erinnern. Black Knight, Black Warrior, Black Soul hieß er. Doch. Also wenn jemand von euch Black Soul kennen sollte, dann ja. Oh, Marian, könnt ihr mir eine Flasche eures Spezialöls geben? Oh, hier ist der Mann. Ist ja witzig. War so easy. So, jetzt müssen wir wieder zu dem Typen zurück. Und zwar dahin. Black Soul, stimmt. Der hat diese coole Rüstung, Cruel Death, gab es noch mit seinem Sohn. Anführungszeichen war er nicht als sein Sohn, aber er hatte halt. Cruel Death. Ah, das. Nee, ich hab Cruel Death, war der Jüngere. Dem habe ich auch noch ein bisschen Kontakt gehabt. Bei Runes of Magic. Nee, bei Runes of Magic. Bei Rift. Durch Zufall. Cruel Death habe ich halt öfter gesehen. Hier und so weiter. Und irgendwann mal gefragt, ja, sag mal, bist du, hast du nicht mal mit Runes of Magic gespielt? Ja, ja. Taratos, Thanatos oder so ähnlich kannte ich noch. Noch so von Tua damals. Ja, tolles automatisches Reiten. Linguini. Stimmt. Lingu. Kenn ich denn noch? Nee, gerade. Ah, gut. So Leute wie Well als Beispiel kennt man ja noch. Von Puls damals. Weiß nicht, ob es den noch gibt. Aber dann. Boah, wird es langsam eng. Man kann sich nicht alles merken. Ich meine, es gibt so viele Games, die ich gezockt habe, wo es so viele verschiedene Spieler gab. Auch mit dem Livestream und hier so.
Irgendwann ist mal Feierabend, dann kann man sich nichts merken. Schlüsselherstellung. Oh, das hat ja gut geklappt. Ich helfe euch, die Kiste zu öffnen. Nehmt heraus, was ihr braucht und geht zu Lola. Wartet, Lola war immer schon am Quellwasser aus der Mondklamm interessiert. Würdet ihr diese Flasche Quellwasser mitbringen? Ja. Es gab noch mehrere Leute, also mir fallen halt die Namen jetzt nicht ein. Ich möchte jetzt, oder falls das jemand sehen sollte, und der meine Stimme wiedererkennt, ich weiß nicht mal, wie mein Charakter hieß. Ach doch, David gab es noch, aber wie er hieß, weiß ich nicht mehr. Also mit dem habe ich sogar Rift damals angefangen. Stimmt. Wie der jetzt hier im Spiel hieß, weiß ich nicht. Und, oh, wie hieß das Mädel? Da habe ich auch ewig Kontakt gehabt. Auch bei Facebook noch geschrieben. Aber keine Ahnung. So, abgeschlossene Quest. Onkel Justin schickt mir eine Flasche Quellwasser. Oh toll, das ist Quellwasser aus dem Mondklang. Ich spüre die Essenz des Wasserdrachens drin. Moment. Irgendwas stimmt jetzt ja nicht. Schatzsuche Teil 2. Ich hätte gern sein Gesicht gesehen, als ihr ihn Herrn Kürbiskopf genannt habt. Onkel Justin ist bestimmt ausgeflippt. Wusstet ihr, dass er zum Auge der Weisheit gehört? Hat er erwähnt, irgendwas sowas, ja? Ja, jedenfalls sind die Forschungen, die sie im Gebiet Heulende Berge betreiben, ziemlich schwierig. Darum bringe ich sie manchmal dazu, die Arbeit liegen zu lassen und mal etwas anderes zu denken. Ich weiß, dass er meine Bemühungen versteht. Ich schreibe euch den zweiten Hinweis zum größten Schatz in der Region Heulenden Berge auf. Alles da. So, überlegen. Lolas Ohrringe. Ja. Okay, jetzt wird die Schatzsuche erst richtig spannend. Der dritte Ort ist dunkel und hell. Ständig verfangen sich Dinge in euren Haaren und unter euren Füßen rascheln Blätter. Könnt ihr erraten, was es ist? Wartet, bevor ihr da dorthin aufbrecht, könnt ihr dieses heilende Quellwasser zu Schalen bringen. Sie forscht für das Auge der Weisheit und verletzt sich ständig bei ihrer Arbeit. Schalen müsste am See nordwestlich von Loga sein. Natürlich, Mädel. So, dann schauen wir mal. Unser Weg mehr. Ja. Gut, wir können jetzt das Dorians Paket öffnen. Bekommen Zwielichtpaket und 20 Erste-Hilfe-Tränke. Ja, warum denn nicht? Wir müssen noch mal vorher schnell vertickern gehen. Oh, falsch gerade. Da gehen wir hin. Dima hat es am meisten verdient, dass uns sein Geld gibt. Also, dann verkaufen wir erstmal die Hose. Hammer. Schlagkraft. Kochen werde ich nicht tun. So. Okay, weiter geht's. Dann haben wir hier Lolas Ohrringe, die können wir ja gleich mal anlegen, denn sie geben 5. Wohl. Eigentlich traurig. Wir bekamen Pionier-Ohrringe und Logas Ohrring. Verteidigung. Ach so, ja. Wir verkaufen können wir auch hier rüber. Sachen. Oder Sachen, die wir eh nicht weggeben, können wir eh nach hinten packen. Das ist sogar sinnvoller.
So. Außerhalb des Let's Plays muss ich es mal wegschmeißen. Den hier. Auch. Was ist das Wort? Hiermit werden jegliche Erfahrungen und Talentpunkte der Primärklasse beseitigt. Boah, nicht jetzt. Also, Verkauf geht nicht. Die Axt können wir auch verkaufen. Die zwei Anschlag können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Leder, den können wir verkaufen. Kette können wir verkaufen. Hammer können wir verkaufen. Den Schild können wir verkaufen. Und den Mütter verkaufen. Aber ist auch schon nicht schlecht, ne? Das Wender verlorene Schwert. Sag mal. Egal. Ich hab ne Idee. Das Schwert können wir. Oh, 78. Obwohl, komm schon. Wollen wir gleich verkaufen, oder? Ja. So. Ah, 12 Minuten noch mal erst. Da können wir es auch schön machen jetzt. Also, der nächste Schatz, Suchers-Part, geht in die Spinnenhöhle. Vorher wollen wir aber noch die Punkte verteilen. So, ein bisschen mehr Damage machen können. Ah, genau, Doppelklick, sehr schön. So, wir können jetzt Rufwaffen benutzen. Brauchen es aber nicht. So, wir lassen doch hier. Nö. Okay. So, nein. Okay, ich wollte kurz nachlesen. Alles klar. Dann wollen wir weiter. Dann. Ja, das müsste die hier gewesen sein. Charlene, sehr schön. Lola hat mich gebeten, euch dieses heilende Quellwasser zu bringen. Lola ist so ein liebes Kind. Ein Gelehrter, das Auge der Weisheit. Der so weit weg von seinem Zuhause arbeitet, muss ja Heilweh bekommen. Das Kind ist so fürsorglich. Muss weiter. So. Da. Wollen wir mal hier in die Höhle rein. Und ich weiß nicht, ob ihr mich gut verstehen könnt. Bleibt ihr dann? Ne? Doch. Aber. Ah, es ist vorbei. Ich will Goblin. Interessiert mich aber alles nicht. Lauf einfach weiter. Da ist wieder mal ein Boss, den lassen wir mal einfach mal links liegen. Schaffen wir eh nicht. Noch nicht. Und et voilà. So, stirb. Jagdbogen, wollt ihr mal mit. So, das war's wieder.
So. Die reiht jetzt hier einfach raus. Ja, normalerweise kann man sich ja durchkloppen, Erfahrungspunkte sammeln und so. Muss man aber nicht. Man kann es auch so machen. Wo man schneller reitet, als die Spinnen beißen können. Und von daher. Kriegen wir das auch hin? War eine schnelle Angelegenheit. Auf zu Lola. Wenn Lola rennt, brennt. So. Ich glaube, ich muss eine kleine Aufnahmepause machen dann. Weil mein Hals ist noch zu kratzen. Den Quatschen. So. Charlotte ist sehr schlau. Sie ist das netteste Mitglied des Auge der Weisheit. Ich schreibe euch den dritten Hinweis zum größten Schatz in der Region auf. Okay. Eine der folgenden Belohnungen. Wir können jetzt entweder einen Bogen nehmen. Brauchen wir nicht. Oder ein Schmuckstück, mit magischen Angriff. Oder die Halskette. Wir nehmen die Halskette. Nun, da ihr all diese Orte in der Region heulende Berge gesehen habt, findet ihr nicht auch, dass es dort unglaublich schön ist? Jeder Baum und jede Blume sprüht vor Leben. Jedes ein Werk Gottes. Doch, während ihr in der Höhle im toten Baum wart, habe ich eine Anomalie im Wasser aus der Mondlandung bemerkt. Ich fürchte, mit dem alten Wasserdrachen ist etwas nicht in Ordnung. Wer ist dieser Wasserdrache? Sanor Dot. Der uralte Wasserdrache lebt schon seit Urzeiten in der Mondklamm. Doch in letzter Zeit verlässt er seine Heimat oft. Ich glaube, er sorgt sich wieder um seinen Sohn. Bringt meinen Kopfschmuck, meine Puppe und meine Halskette in die Mondklamm und legt alles in das Becken über dem Höhleneingang. Sanor Dot wird sich freuen, dass Lola sich um ihn kümmert und sich weniger Sorgen um seinen Sohn macht. Wellen anklicken, im Gegenstände Wasser zu hören. Okay, machen wir das. Ich hab doch gesagt, da war irgendwas oben auf dem, oben drauf. Das machen wir noch. Wir haben ja noch ein paar Minütchen. Und von daher. Hallo, ihr Mäuche. Hat ja auch so richtige Lustmäuche. So. Ich glaube, das war bei diesem hier, oder? Nee. Bei dem hier. Oder bei dem. So. Sänftigen fertig. Ah, ich dachte, dass hier oben irgendwie so ein. Weiß es nicht mehr. Ups. Rote Beete, wer hat Hunger? Ich nicht. Bevor ich die esse, esse ich lieber gar nichts. So. Machen wir da mal schnell. Ja, es gab da auch noch irgendwelche Tränke oder so. Das auch noch erhöhen. Aber ich weiß nicht mehr. Halte mich aber echt mit so viel Schnickschnack auf. Aber ist egal.
Jeder spielt sein eigenes Tempo. Na los. So, hat sich doch gelohnt. Schönes Levelchen, der Kräuterkunde gemacht. So, dann geben wir das noch ab. Sind wir bei 21 Minuten jetzt. Passt. Sehr schön. Gucken, was die nächste Aufgabe ist von Lola. Das müsste Sano dort aufmuntern. Falls nicht, wird Lola zu ihm gehen und wieder für ihn singen. La 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 la. Onkel Buddy Woods hat mir viele schöne Lieder beigebracht. Nicht viele kommen so weit. Ich bin beeindruckt. Der nächste Ort, den ihr aufsuchen müsst, wird knifflig. Im Mondlicht tanzen Kreaturen aus den Höhlen um die spitzen Felsen herum. Wenn ihr nicht Acht gebt, stehlen sie euer Hab und Gut und verschwinden damit in ihren Löchern. Erratet ihr, wo es ist? Wenn ihr meine Kiste findet, öffnet sie noch nicht, bringt sie Katharina vom Auge der Weisheit. Meine Überraschung wird sich freuen. So, liebe Leute, mich würde die nächste Überraschung auch freuen. Und zwar, wenn ihr was Leckeres da lassen würdet, würde mich was freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Part. Und in dem Sinne, haut rein, winke, winke.